Hallo meine Lieben, ich habe euch wieder etwas von den Sternenhimmel mitgebracht. Und zwar reden wir heute über Andromeda. Das Sternbild Andromeda ist ein wunderschönes, V-förmiges Sternbild. Es ist nah am Nordpol und daher ist es nur im Frühling, das heißt von Oktober bis Dezember, von der Südhalbkugel aus sichtbar. Und auf der Nordhalbkugel ist es von August bis Februar zu sehen. Das Sternbild gehört zu einer Familie von 9 Sternbildern, die als Perseus-Gruppe bekannt ist. Diese 6 Figuren sind aus einer griechischen Legende des Perseus benannt, darunter Cassiopeia, Kepos, Andromeda, Perseus, Pegasus und Ketus. Es heißt, sie geht in die Schönheit wie die Nacht, von volklosen Gefilden und sternklaren Himmeln. Und all das Beste von dunkel und hell treffen sich in ihren Aspekt und ihren Augen. So greift zu diesem zarten Licht, welcher Himmel zu knalligen Tag verleugnet. Lord Byron, er lebte von 1788 bis 1824 und war ein bedeutender, romantischer Dichter seiner Zeit. Aber er sprach nicht nur von der Schönheit der Andromeda, als er sein klassisches Gedicht verfasste. Wenn er zur Zeit der mythischen Prinzessin gelebt hätte, hätte ihre Mutter, die eitle Königin Cassiopeia, sicherlich gedacht, dass Byrons Gedicht sicherlich von der Schönheit ihrer Tochter handelte. Cassiopeia ging sogar so weit, sich zu rühmen, dass sie beide zusammen schöner waren als die Nereiden, die schönen Meeresnymphen waren, die Poseidon gewöhnlich begleiteten und die angeblich auch Matrosen in gefährlichen Zeiten aushelfen sollten. Poseidon versuchte Cassiopeia für ihre Eitelkeit zu bestrafen und schickte das Seeungeheuer Ketos, um ihre Stadt zu zerstören. König Kepos und seine Frau Cassiopeia, die mehr darauf bedacht waren, ihr Königreich zu bewahren als ihre Familie, zogen ihre Tochter nackt aus und ketteten sie an einen Felsen im Hafen, damit das Seeungeheuer sie tötete und ihre Stadt in Ruhe lassen würde. Schon ziemlich grausam. Und das ist der Moment, an dem Perseus, nachdem er gerade die böse, schlangenbehaarte Gorgone getötet hatte, auf sein geflügelten Pferd Pegasus auftauchte und Ketos in Stein verwandelte, indem er ihm den Kopf der enthaupteten Gorgone zeigte. Der größte Teil von Andromeda besteht jedoch aus vielen unbekannten Sternen. Abgesehen von ihren Bezeichnungen PHI, Pi, Xi, Gamma, Sigma, Delta und so weiter. Xi, auch Adil genannt, ist zum Beispiel ein orangefarbener Riese, ebenso wie 51 Ent, 56 Ent und Delta. Umgekehrt sind Iota und Omikron blaue Riesen, während 14 und Lambda und Primärteil eines binären Paares namens B56 und alle gelben Riesen sind. Und damit sind wir am Ende von dem Sternbild Andromeda. Ein wunderschönes Sternbild mit einer traurigen und zugleich tiefgründigeren Geschichte. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Like und ein Abo dalasst. Bis zum nächsten Mal. Ach, beinahe hätte ich es vergessen. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was ich mal machen soll, dann schreibt es mir einfach auf Instagram oder in die Kommentare. Ciao!